Ein Glaukom ist eine Erkrankung des Sehnerven, bei dem die einzelnen Sehnervenfasern, die den Sehnerven ausmachen, verloren gehen, absterben. Eine Erkrankung des Sehnerven, die zu einem Verlust des Gesichtsfeldes führt. Wir können das Glaukom diagnostizieren, indem wir Veränderungen des Sehnerven feststellen. Er wird blasser, wir sehen ihn immer blasser, wir sehen einen Untergang der Nervenfasern des Sehnerven. Und wir können die Folgen des Glaukoms diagnostizieren, indem wir eine Gesichtsfeldprüfung und eine Augeninnendruckmessung machen. Die Behandlung des Glaukoms besteht in der Erniedrigung des Drucks im Auge. Man darf nicht gleichsetzen eine Erhöhung des Augeninnendrucks mit dem Glaukom. Es ist zwar so, dass bei einem sehr hohen Augeninnendruck ein Glaukom entsteht, aber es kann ein Glaukom auch entstehen, obwohl der Augeninnendruck niedrig ist. Also der Augeninnendruck ist entscheidend für die Behandlung, aber er ist nicht immer entscheidend für die Diagnose. Wir behandeln durch die Absenkung des Augeninnendrucks.